Weil das staut sich ja an und dann kommt die ganze Zeit nichts und wenn das genug ist, dann... Da tropft es. Das hat getropft. Jo, meine Jungs, willkommen zum mittlerweile, glaube ich, neunten Tag. Ich stehe gerade an der Fähre, oder noch nicht an der Fähre, da hinten ist, glaube ich, unsere Fähre. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Könnt ihr das sehen? Da. Ich bin gerade hingefahren, wir sind auf Ibiza noch und fahren jetzt halt zurück auf Festland. Die anderen sind mal wieder alle ausgestiegen, nur der Izzy und ich müssen hier warten. Da ist er. Na, dann mach ich das Fenster runter. Guten Morgen, Izzy, bist du auch gut ausgeschlafen, so wie ja, ich? Ja, sehr ausgeschlafen. Ja, ich meine, bei 3 Stunden Schlaf. Oder? Ja, mir geht's leider so. Genauso. Wir haben leider richtig wenig nur geschlafen. Wir waren dann noch gestern, wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, waren wir nochmal Party! Weg. Party! Weil, was macht man schon auf Ibiza sonst? Und dann mussten wir heute Morgen geweckt worden, alle, vom Malotri, der Papa, der als einziger so richtig einen Plan hatte, wann wir fahren. Ich ging davon aus, dass später war alle, glaube ich. Und dann stand er da plötzlich und dachte, jo, wir müssen jetzt los. Dann wurde das nochmal ganz schön knapp, aber jetzt sind wir hier, warten hier und gleich geht's rauf mit der Fähre und dann geht's nach Madrid. Also bis dann, bestimmt filme ich eh noch überall tausendfach. Also weiß nicht, bis wohin. Tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Tschüss. Ja, wir sind auf dem Boot. Genau da hinten ist unsere Bucht. Gut, jetzt seht ihr sie auch nicht mehr. Und da hinten ist auch noch die Klippe, wo wir waren. Ja, das ist ja die heftigste Klippe, die es hier gibt. Wir haben direkt das Krasse gefunden. Naja, wir fahren jetzt hier erstmal 4 Stunden lang und nachher gehen wir noch schneiden und so weiter. Aber erstmal kurz hier das Wetter genießen. Enjoy. Jo, Junge, das war's mit Ibiza. Ich glaube, wir müssen hier auf jeden Fall irgendwann nochmal herkommen, wenn wir viel, viel, viel mehr Zeit haben. Und das war ja echt cool. Aus diesem Schiff kommen sie alle rausgefahren. Ich weiß gar nicht, ob wir vor dem Bus sind, aber der Florian fährt jetzt. Ich bin wieder dabei. Ja, ich bin dabei in meinem Blog. Ja, ja. Wir fahren jetzt nach Madrid. Davor müssen wir noch essen. Wir sind jetzt wieder in Denia, in meiner Stadt sozusagen. Und da sollten wir uns doch hoffentlich irgendwas Leckeres finden können. Da sollten wir uns was Leckeres finden. Das ist auch noch ein bisschen kaputt. Aber ich schneide gerade, ich habe das Video hier schon geschnitten, während wir im Schiff fahren. Wir schneiden noch ein bisschen weiter und vielleicht können wir irgendwann hochladen. Mal schauen. Das, meine Jungs, ist das beste Steak, das beste Fleisch überhaupt mit Abstand, was ich auf dem Roadshow gegessen habe. Bisher, heute konnte ich mich nicht mehr durchsetzen, dass wir hier mal ein ordentliches Restaurant gewählt haben. Es hat sich definitiv gelohnt, hier mal ein gutes Restaurant zu sehen, weil das Fleisch, richtig, richtig geil. Und bei euch sieht auch gut aus. Die habe ich probiert. Sehr lecker. Du hast meine Pommes auch probieren? Ja, noch ein, pass auf. Oh. Was ist da los, meine lieben Jungs? Was ist da los? So, und das essen wir jetzt nochmal und dann geht's nach Madrid, wo wir mitten in der Nacht ankommen. So, meine Jungs, es werden hier im Hintergrund so malerisch, romantisch, schön, toll, die Sonne langsam untergeht. Hatten wir die allerersten technischen Probleme oder Defekte oder so. Na, da vorne fährt der Bus und der hat gerade eben so ein bisschen was an Kondenswasser verloren. Also sah von hinten, hat man nur gesehen, irgendeine Flüssigkeit. Alter, guck mal so, Flüssigkeit, da haben wir sicherheitshalber angehalten und geschaut, was ist. Aber der Lotri, der kennt sich aus und der ist ja eigentlich auch. Und ihm haben dann lange geschaut und eigentlich gesagt, ne, ist eigentlich wahrscheinlich nur Kondenswasser. Das ist einfach nur Kondenswasser von der Küche. Das war halt ziemlich viel. Ja, das ist ja klar, weil das staut sich ja an und dann kommt die ganze Zeit nichts. Und wenn das genug ist, dann... Da tropft es. Das hat getropft. Hier ist auch Wasser. Hier hängt ein Tropfen. Oh, hier ist gerade auch was getropft. Oh nein. Ach du Scheiße, ein Tropfen. Da könnt ihr vielleicht im Auto nicht jumpen, wenn wir hier drunter sind mit unseren Köpfen. Ah, die geht runter. Ja! Yeah! Ja! Wir haben uns ins Auto und die haben Spaß. Aber die tropfen eigentlich immer noch die ganze Zeit. Die tropfen ein bisschen jetzt da vorne. Wir halten das mal im Auge. Aber bisher sind wir jetzt, wie viele Kilometer sind wir eigentlich schon gefahren? Über 2000 insgesamt oder so wahrscheinlich? Locker. Und dafür bei 2 Autos noch eigentlich noch gar keine Probleme. Ist glaube ich gar nicht so schlecht, wobei es sind ja auch moderne Autos. Also hoffen wir mal, dass bis zu Hause alles noch weiter klappt. Aber jetzt geht's erstmal nach Madrid.
Yo, meine lieben Jungs, wir sind mitten irgendwo in Spanien, keine Ahnung. Wir sind an der Raststätte. Ich habe mein Eis geholt, ich glaube die anderen ein bisschen auch. Das war ein Frusteis für mich, weil ich wollte mir mal Strom holen, um nochmal kurz irgendwie Renderprozess anzustoßen. Keine Ahnung, langes Ding bis Video. Dann wäre es jetzt schon online gegangen, über Handyvideo geht aber nicht. Hat nicht geklappt, deswegen bla bla bla, geht das jetzt in Paris und ein bisschen kacke, deswegen Frusteis. Und ja, okay, ja, mal rein. So, meine lieben Jungs, wir sind jetzt in Madrid. 200 Meter vom Hotel entfernt. 200 Meter. Okay, bisschen abbiegen, weil es dauert noch lange. Jo, meine lieben Jungs, wir sind beim Hotel angekommen in Madrid. Und zwar ist es das hier. Da vorne. Es ist unscharf. Wir bleiben da zwei Nächte. So. Oh, wer war das? Uni. Hallo. Ja. Wir sind jetzt im Hotel, meine lieben Jungs, und wir haben einfach hier voll das krasse Treppenhaus. Und jetzt laufen wir mal ein bisschen nach. Aber heute eine Besonderheit, Izzy, ich bin gar nicht in deinem Zimmer. Hm? Ich bin gar nicht in deinem Zimmer. Endlich. Du hältst doch gar nicht ohne mich aus. Ich sag doch mal. Ich hab heute endlich nicht mal rein, ne? Ich freue mich da voll drauf, weil es gibt auch gewichtige Gründe für. Und zwar sind das meine krassen Longboard-Runden. Gewichtig. Ich habe das übrigens immer noch nicht verstanden. Warum? Also soll ich es nochmal genau erklären? Ja. Ja. Ich habe eine Wunde, ja. Und zwar liegt die ungefähr... In deinem Herzen. Hier. Ja, hier so, ja. Hier ist es. Ja, so, bei mir ist alles kaputt. Hier und hier halt und dann nochmal hier unten. Okay. Im Kopf auch halt. Ja. Aber nur auf der Seite, weil ich halt hier so hingeflogen bin. Ja. Und das bedeutet, ja. Ich muss einfach mal komplett nackt zwei Tage rumlaufen, damit das hier verheilt, weil sonst scheue die Hose immer gegen. Deswegen, weil es eigentlich Zimmer. Danke für euer Beileid. Spasti. Du meinst immer so richtig abgetrennt hier, damit ich ganz alleine bin. Also macht's gut, mein lieben Jungs. Machst du die Vlogs dann auch nackt dann? Ja, selbstverständlich. Geht ja nicht anders, ne? Morgen einschalten. Also ich würde mal sagen, bei 50.000 Daumen hoch, kommt der Vlog ja komplett nackt. Denn Let's Plays nimmst du ja auch ohne Hose auf, oder? Das stimmt, ich will sogar Let's Plays hier aufnehmen. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass das hier, dass das aufgeht hier. Oh, klein, aber fein. Und da ist ja immer noch gehört, wie Izzy seine Roomtour angefangen hat. Ja, das ist aber hier nett. Also es ist relativ klein, aber richtig nett, finde ich. Hier immer so ein Mini-Schreibtisch. Vielleicht muss ich da Let's Plays aufnehmen. Ohne Hose selbstverständlich dann, damit die Wunde heilt. Lautsprecher oder was? Nee, ist das ein Lautsprecher? Oder ist das irgendwas mit Luft? Krass, hab ich noch nie gesehen hier. Oh, und das Bad ist aber ultra. Krasser Shit. Vor allem in so einem alten Hotel mäßig so und dann so ein Ding. Ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt sehen könnt hier so, wie das alles hier so aussieht, aber nett auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, das war's angezogen jetzt von mir. Jetzt ziehe ich hier aus und das sieht dann aber alles morgen. Das war's für heute, mein Junges. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen, auch wenn heute wir eigentlich nur auf Reise waren, aber dann ist ja noch plötzlich hier der Bus fast kaputt gegangen und so weiter. Das war eigentlich schon ganz interessant und ganz spaßig. Ich versuche dann jetzt mal alles zu schneiden. Ich muss auch mein Video schneiden. Das habe ich heute nicht geschafft, wirklich. Ich habe auf der Fähre geschnitten, war fast fertig und wollte im Auto weiter schneiden, aber irgendwie war der Akku in leer gegangen und dann konnte ich nicht mehr schneiden, wollte ich auf der Tankstelle zwischendurch mal hochladen. Dann habe ich aber gesehen, dass der Renderprozess bei 50 Sekunden abgebrochen hat, dann ist das MacBook aufgegangen. Lange Geschichte, dann war alles traurig und jetzt muss ich neu rendern und dann... Hallo? Da hinten sind die. Ey, guck mal. Hallo? Scheiße, kann ich doch nicht nackt rumlaufen. So, meine lieben Jungs, das war's für heute mit dem Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann drückt genau nach oben und vielen Dank fürs Zuschauen auf dem Rang. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Jo, meine Jungs, wir sind jetzt hier nochmal kurz was zu essen holen gegangen. In Barcelona macht einfach alles um 2 Uhr zu. Und dann laufen so Straßenrennen hier durch, die wir mit Wasserschaden abschließen. Können auf Instagram auschecken. Weil wir haben einfach so eine kleine spanische Bar, das ist ja eigentlich auch so eine Mini-Bar, wo es auch ein bisschen was zu essen gibt. Und die haben schon zugemacht. Ich habe gesagt, eigentlich dürfen wir uns nichts mehr verkaufen, weil die Polizei schaut. Aber haben wir noch bekommen. Richtig süßer Verkäufer. Der irgendwie, wie alt ist der? Irgendwie 60 oder so in der Art so. Da oben sieht ihr so ein Hochzeitsfoto von dem, glaube ich. Und die haben uns dann hier so mit seinen paar Brocken Englisch so richtig genau erklärt, wie das alles hier Wasser und Ziel für Schnittchen macht und so weiter. Schmeckt so in Ordnung, ich finde die Atmosphäre immer super. Also
eigentlich wollten wir zu Mac ist, aber das wäre genau falsch gewesen, wenn wir schon auf dem Roadtrip sind hier in Madrid. Das ist, glaube ich, hier sowas echt irgendwie ein bisschen Spanisches oder so. Wir sitzen auch sonst nur Spanier hinten und hinten rum und so und voll urig hier alles. Ich finde es hier schön. Aber jetzt geht's langsam mal schlafen.